Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im ersten Video des heutigen Tages habe ich einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Und zwar hat Rockstar Games ja gestern auf den Next-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One den Patch 1.32 rausgehauen, mit dem der aktuelle Money Glitch gepatcht wurde, der mit dem unsichtbaren Fahrzeug vor der Garage. Allerdings hat Rockstar Games mal wieder so beschissen gepatcht, dass Rockstar Games uns jetzt diesen alten Money Glitch einfach nochmal viel, viel leichter gemacht hat. Vorher haben wir irgendwie 10 Schritte gebraucht, jetzt brauchen wir nur noch 5. Auf jeden Fall fettes Dankeschön, Rockstar. Und was ihr jetzt als allererstes mal für diesen Glitch braucht, ist, dass ihr mit einem Kumpel zusammen in eine Freundeslobby oder in eine Einladungssitzung geht, denn da funktioniert der ganze Glitch am besten. Dann braucht ihr irgendeine Garage, die voll ist mit Autos, am besten Karin Rostige Rebels. Ist auch ganz egal, was ihr für eine Garage benutzt. Ihr könnt eine 10er Garage benutzen, ihr könnt den Eclipse Tower benutzen oder ihr könnt auch so eine gammelige 6er Garage benutzen. Dann braucht ihr ein Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Ich empfehle euch am besten einen Lowrider wie den Albani Buccaneer, denn der bringt am meisten Geld ein und der sollte auf jeden Fall aus einer anderen Garage stammen. Genauso wie beim alten Money Glitch. Ich benutze in diesem Beispiel hier auf jeden Fall den brandneuen Karin Sultan RS, nur um euch zu zeigen, dass der ganze Glitch auf jeden Fall nach Patch 1.32 auch noch funktioniert. So, ihr geht hin und zerstört das Auto, welches ihr duplizieren wollt. Danach geht ihr hin und besorgt euch irgendein x-beliebiges Straßenfahrzeug, welches ihr in die Garage fahren könnt. Jetzt geht euer Kumpel hin und begibt sich in irgendein x-beliebiges Jobmenü. Dieses stellt ihr starr auf geschlossen und ihr geht dann in eure Party und klickt dann auf den Namen von eurem Freund und klickt dann auf Sitzung beitreten. Danach kommt ihr noch einmal kurz zurück nach GTA und drückt einfach noch einmal die Gastaste, dass ihr die Meldung bekommt, dass die Garage voll ist. Dann geht ihr hin und spammt die ganze Zeit die X-Taste durch, so dass ihr alle Nachrichten, die da im Hintergrund kommen, einfach wegspammt. Insgesamt kommen nämlich 3 Stück. Manchmal werdet ihr in den Himmel geschossen, manchmal auch nicht, so wie hier in meinem Beispiel. Dann geht ihr hin und zieht euer Handy und ruft in der Versicherung an und löst jetzt das Auto aus, welches wir gerade zerstört haben. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr in eure Jobliste von eurem Handy und nehmt irgendeinen x-beliebigen NPC-Job von Simon, Lester, Geralt oder sonst wem an. Und wenn ihr dann dort im Jobmenü reingeladen wurdet, dann geht ihr einfach wieder hin und verlasst das ganze Jobmenü. Das hat nämlich jetzt nur den Sinn, dass das Auto, welches wir gerade repariert haben, jetzt hier bei euch an der Garage spawnt. Ihr geht jetzt zu diesem Auto hin und fahrt mit dem Auto auf die Garage zu. Und jetzt dürft ihr hier nichts drücken, denn ihr werdet nach circa einer Sekunde automatisch in die Garage geworfen. Genau wie beim alten Glitch. Aber jetzt kommt hier die Änderung. Ihr müsst nämlich jetzt hier, bevor ihr irgendetwas ersetzt, ins Pausenmenü gehen und dort geht ihr dann auf die Karte. Und dort drückt ihr dann einmal noch das Touchpad, um die Karte von außerhalb der Garage zu sehen. Und dann wartet ihr so lange ab, bis ihr draußen auf der Straße auf einmal dann ein Symbol von einem persönlichen Fahrzeug seht. Das kann wirklich manchmal 10 Sekunden dauern, das kann aber auch manchmal 30 Sekunden dauern. Und wenn ihr das dann gesehen habt, dass das Auto draußen vor der Garage jetzt da ist, dann geht ihr hin und ersetzt das Auto, welches wir gerade reingefahren haben, gegen irgendeinen Karin Rostigen Rebell oder gegen irgendein anderes Auto, welches wir nicht mehr brauchen. Danach geht ihr einfach wieder aus der Garage raus und geht zu dem persönlichen Auto, welches wir ja gerade auf der Karte gesehen haben, und dieses Auto fahrt ihr dann auch einfach jetzt wieder in eure Garage rein. Also jetzt hier nichts wieder mit Auto sichtbar machen, Auto beschlagnahmen lassen, Auto von der Polizei abholen und so ein Scheiß. Das ersparen wir uns jetzt hier auf jeden Fall. Rockstar Games hat uns auf jeden Fall diesen Glitch jetzt hier richtig, richtig leicht gemacht. So Leute, jetzt habt ihr auch schon das Auto zweimal in der Garage stehen. Ihr geht jetzt hin und fahrt einfach wieder das originale Auto. Das ist das Auto, welches wir zuerst in die Garage gestellt haben. Das fahrt ihr jetzt einfach wieder in seine ursprüngliche Garage zurück und boom, dann könnt ihr den ganzen Glitch auch schon wieder komplett von vorne machen. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Mich würde es jetzt echt freuen, wenn ihr den Like-Button für diesen krassen Money-Glitch mal wieder so richtig verprügeln würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.